Merhaba. Deutsche Verben Almanca Fiiller bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde Almanca'da çok kullanılan fiillerden sich anziehen, sich ausziehen, sich umziehen, umziehen, erziehen fiillerini göreceğiz. Fiillerimize geçmeden önce Almanca'da bulunan 6 zamanı kısaca bir hatırlayalım. Präsens, şimdiki zaman ve geniş zamanda kullanılmaktadır. Präteritum, şimdiki zamanın hikayesini anlatmak için kullanılır. Bu zaman yazı dilinde, radyo, TV, kitap, makale vesairede kullanılmaktadır. Perfekt, dili geçmiş zaman, daha çok konuşma dilinde kullanılan geçmiş zamandır. Futur 1, gelecek zaman için kullanılmaktadır. Önceden planlanmamış, gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin olmayan durumlarda, isteklerden ve tahminlerden söz edilirken kullanılır. Futur 2, gelecekte bitmişlik zamanı diyebiliriz bu zamana. Yani bir işin belirlenmiş gelecek zaman diliminde bitmiş olması gerektiğini anlatan bir zaman kalıbıdır. Plusquamperfekt, mişli geçmiş zaman veya geçmişin geçmişi olarak düşünebiliriz bu zamanı. Yani geçmişte iki olay oluyor fakat bir olay diğer olaydan daha önce gerçekleşiyor. İlk fiilimiz sich anziehen, giyinmek anlamına geliyor. Sich anziehen, refleksif yani dönüşlü bir fiildir. Fiilimize detaylı olarak geçmeden önce refleksif fiilin ne olduğunu tekrar bir hatırlayalım. Almanca'da refleksive Verben yani dönüşlü fiiller, cümledeki yüklemde gösterilen işi yapan ve yapılan işten etkilenenin aynı kişi veya varlıklar olduğu fiillerdir. Refleksif fiillerde sich zamiri kullanılmaktadır. Ayrıca sich anziehen fiili düzensiz ve ayrılabilir bir fiildir. Präsens, ich ziehe mich an. Ben giyiniyorum. Ich ziehe mich an. Ich ziehe mich an. Präteritum, ich zog mich an. Ben giyiniyordum, giyindim. Ich zog mich an. Ich zog mich an. Perfekt, ich habe mich angezogen. Ben giyindim. Ich habe mich angezogen. Ich habe mich angezogen. Tekrar edelim. Ich ziehe mich an. Ich ziehe mich an. Ich zog mich an. Ich zog mich an. Ich habe mich angezogen. Ich habe mich angezogen. Futur 1. Ich werde mich anziehen. Ben giyineceğim. Ich werde mich anziehen. Ich werde mich anziehen. Futur 2. Ich werde mich angezogen haben. Ben giyinmiş olacağım. Ich werde mich angezogen haben. Ich werde mich angezogen haben. Plusquamperfekt. Ich hatte mich angezogen. Ben giyinmiştim. Ich hatte mich angezogen. Ich hatte mich angezogen. Tekrar edelim. Ich werde mich anziehen. Ich werde mich anziehen. Ich werde mich angezogen haben. Ich werde mich angezogen haben. Ich hatte mich angezogen. Ich hatte mich angezogen. Örnek cümlemize geçelim.
Da ich ein Bewerbungsgespräch habe, werde ich mich heute sehr schick anziehen. Bir iş görüşmem olduğu için bugün çok şık giyineceğim. Tekrar edelim. Da ich ein Bewerbungsgespräch habe, werde ich mich heute sehr schick anziehen. Da ich ein Bewerbungsgespräch habe, werde ich mich heute sehr schick anziehen. Diğer bir fiilimiz sich ausziehen, soyunmak anlamına geliyor. Bu fiilimiz de bir önceki fiilimiz gibi refleksif, ayrılabilir ve düzensiz bir fiildir. Präsens, ich ziehe mich aus. Ben soyunuyorum. Ich ziehe mich aus. Ich ziehe mich aus. Präteritum, ich zog mich aus. Ben soyunuyordum, soyundum. Ich zog mich aus. Ich zog mich aus. Perfekt. Ich habe mich ausgezogen. Ben soyundum. Ich habe mich ausgezogen. Ich habe mich ausgezogen. Tekrar edelim. Ich ziehe mich aus. Ich ziehe mich aus. Ich zog mich aus. Ich zog mich aus. Ich habe mich ausgezogen. Ich habe mich ausgezogen. Futur bir. Ich werde mich ausziehen. Ben soyunacağım. Ich werde mich ausziehen. Ich werde mich ausziehen. Futur iki, ich werde mich ausgezogen haben. Ben soyunmuş olacağım. Ich werde mich ausgezogen haben. Ich werde mich ausgezogen haben. Plusquamperfekt, ich hatte mich ausgezogen. Ben soyunmuştum. Ich hatte mich ausgezogen. Ich hatte mich ausgezogen. Tekrar edelim. Ich werde mich ausziehen. Ich werde mich ausziehen. Ich werde mich ausgezogen haben. Ich werde mich ausgezogen haben. Ich hatte mich ausgezogen. Ich hatte mich ausgezogen. Örnek cümlemize geçelim. Sie war sehr müde. Sie zog sich aus und ging sofort ins Bett. Çok yorgundu, soyundu ve hemen yatağa yattı. Tekrar edelim. Sie war sehr müde. Sie zog sich aus und ging sofort ins Bett. Sie war sehr müde. Sie zog sich aus und ging sofort ins Bett. Diğer bir fiilimiz sich umziehen. Üzerini değiştirmek anlamına geliyor. Sich umziehen de yine refleksif, düzensiz ve ayrılabilir bir fiildir. Präsens, ich ziehe mich um. Ben üzerimi değiştiriyorum. Ich ziehe mich um. Ich ziehe mich um. Präteritum, ich zog mich um. Ben üzerimi değiştiriyordum, üzerimi değiştirdim. Ich zog mich um. Ich zog mich um. Perfekt, ich habe mich umgezogen. Ben üzerimi değiştirdim. Ich habe mich umgezogen. Ich habe mich umgezogen. Tekrar edelim. Ich ziehe mich um. Ich ziehe mich um. Ich zog mich um. Ich zog mich um. Ich
habe mich umgezogen. Ich habe mich umgezogen. Futur bir, ich werde mich umziehen. Ben üzerimi değiştireceğim. Ich werde mich umziehen. Ich werde mich umziehen. Futur iki, ich werde mich umgezogen haben. Ben üzerimi değiştirmiş olacağım. Ich werde mich umgezogen haben. Ich werde mich umgezogen haben. Plusquamperfekt. Ich hatte mich umgezogen. Ben üzerimi değiştirmiştim. Ich hatte mich umgezogen. Ich hatte mich umgezogen. Tekrar edelim. Ich werde mich umziehen. Ich werde mich umziehen. Ich werde mich umgezogen haben. Ich werde mich umgezogen haben. Ich hatte mich umgezogen. Ich hatte mich umgezogen. Cümlemize geçelim. Ich gehe gleich raus. Deshalb werde ich mich schnell umziehen. Birazdan dışarı çıkıyorum. Bu yüzden çabucak üzerimi değiştireceğim. Tekrar edelim. Ich gehe gleich raus. Deshalb werde ich mich schnell umziehen. Ich gehe gleich raus. Deshalb werde ich mich schnell umziehen. Diğer bir fiilimiz umziehen. Dikkat ederseniz bu fiilimizde sich zamiri yok. Dolayısıyla fiilin anlamı tamamen değişiyor. Taşınmak anlamına geliyor. Umziehen aynı zamanda ayrılabilir ve düzensiz bir fiildir. Präsens, ich ziehe um. Ben taşınıyorum. Ich ziehe um. Ich ziehe um. Präteritum, ich zog um. Ben taşınıyordum, taşındım. Ich zog um. Ich zog um. Perfekt. Ich bin umgezogen. Ben taşındım. Ich bin umgezogen. Ich bin umgezogen. Tekrar edelim. Ich ziehe um. Ich ziehe um. Ich zog um. Ich zog um. Ich bin umgezogen. Ich bin umgezogen. Futur bir, ich werde umziehen. Ben taşınacağım. Ich werde umziehen. Ich werde umziehen. Futur iki, ich werde umgezogen sein. Ben taşınmış olacağım. Ich werde umgezogen sein. Ich werde umgezogen sein. Plusquamperfekt. Ich war umgezogen. Ben taşınmıştım. Ich war umgezogen. Ich war umgezogen. Tekrar edelim. Ich werde umziehen. Ich werde umziehen. Ich werde umgezogen sein. Ich werde umgezogen sein. Ich war umgezogen. Ich war umgezogen. Cümlemize geçelim. Ich habe eine viel größere Wohnung gefunden und werde in den nächsten Tagen umziehen. Çok daha büyük bir daire buldum ve önümüzdeki günlerde taşınacağım. Tekrar edelim. Ich habe eine viel größere Wohnung gefunden
und werde in den nächsten Tagen umziehen. Ich habe eine viel größere Wohnung gefunden und werde in den nächsten Tagen umziehen. Diğer bir fiilimiz erziehen. Birini yetiştirmek anlamına geliyor. Örneğin bir çocuğu yetiştirmek. Präsens, ich erziehe. Ben yetiştiriyorum. Ich erziehe. Ich erziehe. Präteritum, ich erzog. Ben yetiştiriyordum, yetiştirdim. Ich erzog. Ich erzog. Perfekt. Ich habe erzogen. Ben yetiştirdim. Ich habe erzogen. Ich habe erzogen. Tekrar edelim. Ich erziehe. Ich erziehe. Ich erzog. Ich erzog. Ich habe erzogen. Ich habe erzogen. Futur bir, ich werde erziehen. Ben yetiştireceğim. Ich werde erziehen. Ich werde erziehen. Futur iki, ich werde erzogen haben. Ben yetiştirmiş olacağım. Ich werde erzogen haben. Ich werde erzogen haben. Plusquamperfekt. Ich hatte erzogen. Ben yetiştirmiştim. Ich hatte erzogen. Ich hatte erzogen. Tekrar edelim. Ich werde erziehen. Ich werde erziehen. Ich werde erzogen haben. Ich werde erzogen haben. Ich hatte erzogen. Ich hatte erzogen. Örnek cümlemize geçelim. Die Kinder sind unsere Zukunft. Es ist sehr wichtig, dass man sie gut erzieht. Çocuklar geleceğimiz. Onları iyi yetiştirmek çok önemlidir. Tekrar edelim. Die Kinder sind unsere Zukunft. Es ist sehr wichtig, dass man sie gut erzieht. Die Kinder sind unsere Zukunft. Es ist sehr wichtig, dass man sie gut erzieht. Bu dersimizde sich anziehen, sich ausziehen, sich umziehen, umziehen, erziehen fiillerini gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.